Hallo und herzlich willkommen hier aus der Virul-Akademie in Oldenburg. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fehler an diesem Motor. Wie wir gleich hören werden, Arend startet den Motor gleich, läuft er nicht ganz sauber. Man kann erkennen, dass die Motorkontrolllampe leuchtet und man spürt auch, dass der Motor nicht ganz sauber läuft. Da an dem Fahrzeug die Motorkontrolllampe angegangen ist, werden wir erstmal einen Fehler auslesen. Zündansteuerung am ersten Zylinder. Da das Fahrzeug auch rund läuft, würden wir jetzt erstmal mit dem Fehler oder mit dem Problem an der Zündung anfangen. Die schnellste und einfachste Methode wäre jetzt, die Zündspule vom ersten Zylinder auf den zweiten zu wechseln und vom zweiten auf den ersten und danach zu schauen, ob der Fehler mitwandert. So, nach erfolgtem Umbau löschen wir jetzt einmal die Fehler, um eben zu schauen, nach erneutem Start, ob der Fehler mitwandert. Die Zündansteuerung bzw. Zündaussetzer ist jetzt mit dem Umbau gewandert, ist jetzt auf Zylinder 2. Durch das Tauschen der Zündspulen konnten wir feststellen, dass der Fehler wandert. Kurz zur Erklärung, dieses Fahrzeug hat ein sogenanntes Einzelfunken-Zündsystem, sprich jeder Zylinder hat eine einzelne Spule. Wir haben jetzt festgestellt, dass diese Spule ein Problem hat. Sollte es das nicht sein, kann es natürlich auch daran liegen, dass eventuell die Zündkerzen ein Problem haben. Das müsste man dann danach überprüfen. Oder in der Ansteuerung zu den Zündspulen ist das Problem, sprich in den Kabeln. Um unsere Diagnose zu überprüfen, tauschen wir jetzt zunächst die defekte Zündspule. Jetzt starte ich den Motor noch mal kurz, um zu schauen, ob er auch vernünftig läuft. Ja, wie wir sehen, läuft der Motor rund und seidenweich. Jetzt haben wir noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Der Fehler Zündung ist jetzt raus. Das heißt, das Tauschen oder Ersetzen der defekten Zündspule hat den Erfolg gebracht. Aufgrund der Laufleistung des Fahrzeuges empfehlen wir in diesem Fall, alle Zündspulen zu ersetzen, damit wir nicht in den nächsten Wochen oder Monaten böse Überraschungen bekommen. Zusätzlich sollte man bei einer solchen Laufleistung oder bei solchen Fehler dann auch gleich alle Kerzen mit ersetzen. Bei vielen Bauteilen im Fahrzeug ist es so, dass man sie ja relativ leicht identifizieren kann, weil sie immer relativ gleich aussehen. Bei Zündspulen ist das ein bisschen was anderes. Wir haben hier mal einen kleinen Auszug aus unserem umfangreichen Programm. Neben der klassischen Zündspule für verteilergesteuerte Zündsysteme haben wir, wie vorhin schon angesprochen, die sogenannten Einzelzündspulen oder Doppel- bzw. Vierfachzündspulen. Hier sogar ein Modell mit drei Doppelzündspulen mit integriertem Steuergerät. Eine besondere Bauart sind die sogenannten Zündspulenblöcke, die mit den Steckern direkt über den Zündkerzen montiert sind. Diese und viele andere Ausführungen findet ihr wie immer unter autoteile.de. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Für Fragen oder Anregungen schickt uns einen Kommentar.